Zuletzt bei Astrobot. Neben zwei sehr spektakulären Geheimleveln im verlorenen System, welche wir in Welt 1 freigeschaltet haben, starteten wir ebenfalls mit dem Tentakelsystem. Die zweite große Oberwelt begann für uns mit einem Strandlevel und einem überraschenden Bosskampf am Ende. Diesen riesigen Skelettroboter konnten wir allerdings mit unserer Affenarmfähigkeit in die Schranken weisen und sogar seinen Secret Exit mitnehmen. Es ist bereits der fünfte Part mit unserem kleinen Kollegen, dem Astrobot, und ich bin jetzt schon fast ein bisschen sad. Ich weiß, das ist total Panne, aber ich denke mir so, oh Mann ey, warum haben wir schon fünf Parts, Freunde? Warum sind es schon fünf Parts? Können wir nicht erst noch bei Part 2 sein? Wir haben noch ganz viel vom Spiel vor uns, aber ich will, dass dieses Spiel niemals aufhört. Naja. Aber solange wir es haben, Freunde, genießen wir es in allen Zügen, denn es macht unfassbar viel Spaß und wir spielen jetzt die klitzekleine Überraschung. Ich habe das Level ursprünglich gar nicht auf der Weltenkarte letztes Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das frisch aufgetaucht ist oder ob ich einfach blind war. Das kann auch sein. Aber ja, das ist ein Level, welches... Wow... uns zu einem Maus-Astrobot macht. Yo, was? Oh mein Gott. Funktioniert das schon wieder gut. Holy shit, funktioniert das schon wieder absolut großartig. Vor allem, wie die Kamera auch ranzoomt und man dann diese ganzen Grafikdetails sieht. Können wir mal bitte drüber reden, wie detailliert dieses Spiel ist? So, oh mein Gott, ich liebe alles daran. Ja, und dieses Level, Freunde, hat... Warte mal, geht's da rein? Ja. Dieses Level hat ebenfalls, wie alle anderen Level, 7 Bots, 3 Puzzleteile. Aber, was noch dazu kommt, Freunde, einen Secret Exit. Boah, dieser Riesenkäfer, holy shit. Damn, ist das schon wieder ein verdammt kreatives Level. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da ist ein Bot und da ist ein Kollege... oh, what? Okay. Dass der Kollege sich elektrisieren kann, dessen war ich mir nicht bewusst. Ich würde sagen, dann testen wir das Ganze jetzt einfach mal auf die Art und Weise. Ah, okay. Und wenn ich den hinten erledige, dann passt das. Oh mein Gott, da oben ist sogar eine kleine Astrobot-Katze. Oh. Sobald, ich sag's euch, Freunde, wenn ihr Katzenbesitzer seid, ne? Sobald irgendwo irgendwie Katzen vorkommen. Oh. Puzzleteil Nummer 1. Weil irgendwo irgendwie Katzen vorkommen. Du nimmst es anders wahr. Du nimmst es anders wahr. So, und schaut mal. Hier kommen wir an den Kollegen noch nicht ran. Kann ich den Schnuller wegnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ist auch eigentlich ein bisschen fies, wenn man ehrlich ist. So, warte mal. Wir können jetzt hier zu dem reingehen. Ah, wenn wir uns jetzt groß machen, dann sprengen wir das von innen auf. Es wäre ärgerlich gewesen, wenn wir dann beide da drin eingesperrt gewesen wären. Das wäre... nicht so smart gewesen. Aber, Freunde, alles entspannt. So. Was geht hier ab? Wenn ich mich jetzt groß mache... Aha! Dann kann ich das hier öffnen. Aber auch hier... nur Münzen. Okay, so. Aber hier geht's auf jeden Fall rein. Boah, also... ich meine, wir wissen ja, dass es hier einen Secret Exit gibt, Freunde. Und ich habe das Gefühl, dass der hier... ziemlich, ziemlich crazy versteckt sein könnte. Ohne Spaß. Wir wissen ja sowieso, dass die Secrets Exits mit Abstand die bisher am schwierigsten versteckten Secrets waren. Ja, aber wenn du jetzt auch noch ein Level hast, wo du quasi alles auch noch im kleinen Bereich, na, quasi im Mikrokosmos, ganz genau anschauen musst und da sich theoretisch auch noch überall ein Secret befinden kann... ja, holla die Waldfee, Freunde. Dann wird das hier aber eine üble Nummer. So, hier sind sehr viele Äpfel. Und wir können jetzt auch hier rein. Okay, warte mal. Aha, aha. Jo! Da ist sogar noch ein Bot. Spannend. Der hier von einer Spinne gefangen genommen wurde. Aber selbst die Astrobot-Spinnen sehen süß aus, Freunde. Nicht mal die kann ich eklig finden. Oh, noch die Äpfel. Es sieht alles so wahnsinnig toll aus. Ah, warte mal, kann ich eigentlich hier mit diesem Käse noch irgendwas machen? Aha, aha. Yo, schau mal. Oh
mein Gott, da kommen einfach 5 Katzen. Aber die lassen hoffentlich diese kleine Maus in Ruhe. Ich hoffe, die lassen die Maus in Ruhe. Aber sehr, sehr schöne kleine Szenerien werden hier mal aufgebaut, wenn man zu diesen ja, Schilden geht, sag ich mal. Ah, wenn ich mich jetzt klein mache, dann reicht die Kraft des Windes, um mich hier zu jieten. Ich verstehe. So. Noch mehr Cash hier unten drunter. Wunderbar. Gut. Ich würde sagen, dass wir ein bisschen einen ganz in Ordnung einen Job machen. Oh Mann, Alter, ich habe in letzter Zeit so eine Anwandlung, dass ich alles immer so mit EN am Ende mache. Wandsprungen, einen in Ordnungen. Na, also ich mache einfach, ich erfinde extrem viele Wörter in letzter Zeit. Das ist ein bisschen weird. Oh mein Gott, wir werfen hier sogar die ganze Wäsche runter. Das ist cute. Wo kommt der Wind her? Ah, hier ist einfach Wind. Okay, alles klar. Ich dachte, dass hier vielleicht nur irgendwie ein spezieller Ventilator oder sowas wäre. Nee, aber das funktioniert alles. So. Und jetzt sind wir tatsächlich in einem Raum drin. Da oben, das Puzzleteil, da muss ich hier über diese... Ja, ich sehe es schon, über die Regale laufen. Passt auf. Das machen wir direkt. Das Puzzleteil da oben nehmen wir direkt mit. Boah, ist das liebevoll gemacht. Oh, schaut mal, da gehen sogar hier so Lampen an. Oh, das ist so cute. So, selbst die Uhrzeit hier, ne? Selbst die Uhrzeiger nutzen wir für unsere Zwecke. Und wenn ich mich hier groß mache, yo! Dann kann ich sogar die Klimaanlage hier kaputt machen. Das kann ich mir halt auch noch vorstellen, dass das echt noch ein sehr, sehr, dass das noch ein sehr, sehr relevantes Secret werden könnte. Dass wir halt in irgendetwas rein müssen als kleiner Astrobot. Und das dann quasi kaputt machen müssen. Um dass es dann irgendwie für uns weitergeht. Das heißt, ich glaube, wir müssen da sehr aufpassen, was wir da tun. Oh mein Gott, wie viele Mäuse hier unten. Die snacken einfach alle ihren Käse, den sie hier gehortet haben. Alter, dieses Level ist so liebevoll. Was geht hier ab? Aha! Hier ist ein Bot. Let's go! Und das ist auch der dritte. Dementsprechend würde ich sagen, bisher alles richtig gemacht. Und auch wenn ich finde, dass das hier so ein bisschen sus aussieht, vermute ich mal, Friends, dass wir jetzt mal alles gesehen haben. Wobei, ich gehe auch nochmal hier drauf. Auf diese Spieluhr. Aber da geht erstmal nichts. Also ich finde, die Spieluhr sieht ein bisschen sus aus, wenn ihr mich fragt. Aber ich habe jetzt nicht... Bruder, schock mich doch nicht so. Der chillt einfach hier oben. Geiler Scheiß. Wie cool. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie ich mit der Spieluhr hätte interagieren können. Also, wenn da ein Secret gewesen wäre, dann hätte ich nicht gewusst, wo und wie. Und hier sind ganz viele Mäuse. Mäuse, Bro. Spinnen. Da ist sogar ein Ding, schaut mal. Da ist ein Grashüpfer. Da ist ein riesiger Grashüpfer. Yo. Ich frage mich gerade, ob das mein neues Lieblingslevel ist, Freunde. Ich frage mich gerade, ob das mein neues Lieblingslevel ist, weil es einfach schon wieder so detailreich ist, ne? Was geht hier ab? Ey, was ist in diesem Becher irgendwas drin? Nee, ne? Aber ich finde, der hat sich so weird bewegt. Hab nur ich das gesehen? Aber das sah so aus, als ob sich der von alleine bewegt hat. Hm. Freunde, alles sass. So. Oh mein Gott, diese Käfer. Das sieht alles so süß aus. So, dann düsen wir hier hoch. Ciao, liebe Vögel. Ja, also Secret Exit technisch, Freunde, ist wieder alles Krise. Ich hätte ihn am liebsten jetzt schon entdeckt. Ich sag dieses... Oh, ein Sparschwein. Warte mal, kann ich damit auf irgendwas draufwerfen? Ja, wenn man Wurfgegenstände bekommt, dann lohnt es sich meistens, die irgendwohin mitzunehmen. Wartet mal. Aber ich werfe das jetzt einfach. Okay, da kommt einfach Kohle raus. So. Kann ich das Glas kaputt machen? Ja! Kann ich. Dieser Ventilator war hier eben von diesem Glas verdeckt. Und dadurch kommen wir hier weiter. Und oh, guck mal. Das Ding kann ich auch kaputt machen, ne? Um an der Stelle... Oh, noch mehr Kohle zu finden. Ich hoffe immer noch... Verdammt. Ich hoffe immer noch, dass es hier dann irgendwann für mich... Oh, Bruder. Warte mal, wenn ich auf euch drauf gehe. Nee, muss ich da wirklich wieder klein werden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber da oben, ich habe gerade gesehen, den Baum kann ich... Warte mal, warum klappt es das hoch? Den Baum kann ich noch weiter hochklettern. Einen Moment. Das habe ich bisher übersehen. Hier, wir können hier noch weiter hoch.
Aha, 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 aha. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Hi. Ah, das ist ein Bot! LOL! Den grünen kenne ich auch irgendwoher. Das ist auch schon wieder so. Das sind diese Charaktere. Ich habe die alle schon mal irgendwie irgendwo gesehen, Freunde. Aber zuordnen könnte ich es jetzt ehrlicherweise nicht. Sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ja. So. Hast du was zu sagen? Ich muss was pusten? Jetzt bringen die hier sogar richtig Mario DS Mechanics zurück. Ah, okay, der pustet jetzt permanent, oder was? Ja, tut er. Okay, warte mal. Der macht hier jetzt, glaube ich, permanent Stuff. Kann ich da rein? Nee, ich muss wahrscheinlich oben drauf. Na? Ja, oh mein Gott. Auch wie schön sich diese Bubble so beugt. Das ist so, oh, so nice gemacht. So, und wir müssen selbstverständlich zu dem Kollegen rein. Aber die Frage ist jetzt, Freunde, kann ich mit diesen Bubbles noch weiter hoch? Nee, okay, die platzen oben auf. Aber da ist was. Da ist der Secret Exit. Oh mein Gott, Freunde, wir haben ihn. Ich wollte es doch gerade sagen, diese Bubbles sind so sass. Ich hab's genau gesehen, da war eine Disco-Kugel am Baum. Da ist sie. Yes. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ich hab es mir schon fast gedacht und wir lagen richtig, Friends. Yes. Oh. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich nochmal ganz, ganz, ganz besonders an, in Astrobot Secret Exits zu finden. Es ist so befriedigend. Es fühlt sich so befriedigend an, Secret Exits zu finden. Wahnsinn. Nice. Sehr, sehr nice. Wir müssen leider nochmal ins Level, weil wir den letzten Bot finden müssen. Oh, das hier ist eine Retro-Welt. Cool, cool, cool. Aber ich würde sagen, wir machen es wie beim letzten Mal, dass wir die Speziallevel dann nach der Gesamtwelt spielen. Very, very nice. Und jetzt ist da sogar schon das nächste Level aufgetaucht. Aber uns fehlt noch ein Puzzleteil und ein Bot. Und das holen wir jetzt nach. Und Freunde, eine Sache, die ihr jetzt nicht direkt mitbekommt, aber die ich euch erzählen kann, was der Wahnsinn ist, das erinnert mich so ein bisschen auch an... Warte mal, kann ich da rein? Was mich so ein bisschen an Donkey Kong auch erinnert. Wenn man in diesen Leveln weiß, wo man lang muss, also wenn man genau weiß, wo es hingeht, dann sind diese Level super kurz. Also das hat echt nicht lange gedauert, bis ich jetzt quasi schon wieder an dieser Stelle war. Also das Level nachspielen oder nochmal spielen müssen, ne? Weil man jetzt zum Beispiel, wie wir, einen Secret Exit gefunden hat, fühlt sich in keinster Weise frustrierend an, weil es total schnell erledigt ist. An sich, zum reinen Durchspielen, sind diese Level extrem klein. Aber das ist natürlich kein Problem, weil die Level sind natürlich darauf ausgelegt, dass du alles sammelst. Und der Spielspaß kommt natürlich nur dadurch, wenn du sammelst. Und deswegen ist das voll in Ordnung. Und sobald man sammelt, sind diese Level auch mehr als lang genug. Kann ich hier irgendwann an der Seite rein? Nee. Aber quasi, wenn man das Level nochmal fix neu spielen muss, dann ist das voll in Ordnung und in keinster Weise fühlt sich das dann wie Spielzeitstreckung oder sowas an. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich gerne Mario, 2D-Mario-Games vorwerfe. Da dauert es mir manchmal tatsächlich zu lang, diese Level nochmal spielen zu müssen. Aber das heißt, wie gesagt, bei DK war das auch so, wenn du dadurch die Level durchrusht, dann passiert da erstmal gar nicht viel. So. Und da oben ist auch Puzzleteil Nummer 3. Da können wir uns diesen Sekundenzeiger zunutze machen. So, und warte mal, wenn ich mich jetzt hier groß mache. Aha. Dann kann mich hier dieser Vogel nach oben bringen. So. Und dann gehen wir jetzt noch hier ins Schloss rein. Öffnen das Ziel. Und dann war's das. Und damit haben wir das Level mit allen Bots und allen Exits erfolgreich abgeschlossen. So, und wir wollen natürlich hier die regenbogenfarbene Box. Entweder falls wir uns mal wieder so einen komischen Vogel kaufen müssen am Anfang eines Levels, wenn wir irgendein Secret nicht finden, ne? Oder auch, um in der Gacha-Box Gas zu geben. Ja, die haben wir auch immer noch im Level-Hub. Diese Gacha-Box habe ich nicht vergessen. So! Aber wir gehen jetzt erstmal ins nächste Level, in der singende Baum. Kein Secret-Exit, ein Level einfach
zum ganz entspannten Durchspielen. Und das klingt einfach schon wieder richtig viel gut. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt einfach wieder so nach so einem richtigen, gute Laune-Ding. So, schön überall langdüsen. Da haben wir schon wieder das erste Puzzleteil. Das ist tatsächlich immer sehr, sehr, sehr chillig. Also sehr häufig wird ein Puzzleteil im Anflug versteckt. Oder das heißt sehr häufig, aber ich glaube, das ist schon das dritte Mal. Das macht es immer ein bisschen chillig. Und hier haben wir jetzt Erde und boah, die Natur sieht hier jetzt schon wieder so wahnsinnig, wahnsinnig schön aus. Unglaublich, Freunde. Da laufen ganz viele Ameisen drin und der hat einen Käse. Mann, jetzt hier, ohne Witz, mir fehlt gerade legit meine Mausfähigkeit. Ich will mich gerade schon wieder die ganze Zeit kleiner machen. Diese Mausfähigkeit hat sich so natürlich angefühlt. Also wirklich so natürlich, so als ob das ein ganz fester Bestandteil des Spiels ist, dass es mir jetzt direkt fehlt. Oh mein Gott, eine schöne Blume. Süß, Freunde. So süß. Okay. So. Was geht hier ab? Irgendwas passiert hier. Hört ihr das? Ja. Ah, das ist wieder so eine Blume. Das ist wieder so eine Blume. So eine Sauereiblume. So, ihr haut ab. Und da können wir uns wieder reinbohren. Sehr schön. Okay. Ah, ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Und jetzt fluten wir das Ganze wieder. Yeah. Sehr gut. Boah, ich komme immer noch nicht auf die Grafik dieses Spiels klar. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Wirklich, es ist... Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Und ich glaube auch nicht, dass da was dagegen spricht. Ich glaube, das ist der grafisch schönste 3D-Plattformer, der existiert. Ich glaube, das kann man so sagen. Also klar, Spiele können auf dem PC prinzipiell... Oh, warte mal. Spiele können auf dem PC prinzipiell immer noch schöner aussehen als auf einer Konsole. Aber ich glaube, kein 3D-Plattformer. Yo! Ich glaube, kein 3D-Plattformer ist so schön wie Astrobot. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich finde es, by the way, auch sehr sus. Oh, ich muss da einlochen. Oh mein Gott. Hier ist einfach ein Golfkurs. Was? Oh mein Gott, das gibt's einfach das zweite Puzzleteil. Hä, wie nice. What? Man spielt... Das meine ich damit. Das ist so kreativ. Man spielt auf einmal Golf. Das ist so stark. Einfach so. Einfach, weil die Entwickler dachten, es wäre lustig, jetzt hier einen kleinen Golfparcours einzubauen. Die Kreativität in diesem Spiel kennt keine Grenzen. Und ich... Es ist jedes Mal absolut begeisternd, das alles herauszufinden. So, und jetzt hier ist ein Reh-Kit. Ein Bot, der auf einem Reh reitet. Auch crazy. Ach, hier ist eine Kuh. Warum auch immer hier eine Kuh ist. Sie ist einfach hier und es ist... Niemand hinterfragt es und es ist absolut kein Problem, weil es einfach großartig ist, dass hier eine Kuh ist. So, und jetzt haben wir hier einen Knopf. Aber bevor wir den Knopf benutzen... Ah, da ist wieder so ein Aufsteller, ne? Ja. Ist hier einfach... Hier sind einfach Hip-Hop-Maulwürfe. Alter, Freunde, dieses Spiel ist so ein Fiebertraum. Und das ist das Beste. Das ist also im absolut positivsten Sinne gemeint. Ich wollte schon immer in meinem Leben Hip-Hop-Maulwürfe haben. So, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun, Bro? Auch die Wassertextur, ne? Und wir haben jetzt sogar ein Achievement dafür bekommen, dass wir ihm in die Fresse geschossen haben. Das ist so stark. Und jetzt werden wir in den Baum eingesaugt. Und jetzt haben wir hier ein Level innerhalb des Baums. Oh, ist das schön. Und schon wieder eine neue Fähigkeit. Einen kleinen Elefantenrucksack, mit dem wir vermutlich Wasser schießen können. Aber so wie es aussieht... Auch die Mucke hier, ne? Genau, so wie es aussieht, müssen wir das erst aufladen. So ein... Ah, schaut mal. Damit kann ich... Das hat nicht viel mit Wasser zu tun. Damit kann ich mir jetzt Plattformen erschaffen. Okay. Super spannend. Zack. Und ich glaube, es müssten wahrscheinlich drei Plattformen sein, die in einer Ladung quasi enthalten sind. Schätze ich mal. Jetzt schauen wir uns hier drin nochmal um. Ja, Freunde. Da oben ist was. Aber nur eine Coin. Okay, viele Coins. Aber kein Bot. Ich habe schon wieder rein, was das Bot-Sammeln angeht, kein gutes Gefühl.
Ich meine, mit den Puzzleteilen, wir haben 2 von 3. Ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall aktuell ganz gut ausgestattet. Ich muss hier übrigens, by the way, sehr, sehr krass an die Gusty Garden Galaxy aus Mario Galaxy denken. So, aber jetzt schauen wir mal, was hier abgeht. Auch, das spielt sich natürlich wie eine Wolkenblume, ne? Diese Grasplattform. Und es ist der dritte Bot. Alles richtig gemacht. Also, die Galaxy-Referenzen in diesem Level sind nicht von der Hand zu weisen. Aber ich finde, dass man in keinster Weise das Gefühl hat, dass Galaxy hier irgendwie, keine Ahnung, schlecht kopiert wird oder so. Astrobot hat sehr viel eigene Identität. Also komplett. Das fühlt sich null wie eine, wie eine Kopie oder sowas an. Und es funktioniert halt einfach, ne? Also quasi einfach Natur in den Himmel bauen, ist jetzt auch einfach ein Erfolgsgarant. Ohne Scheiß. Oh, warte mal, hier muss ich aufpassen. Okay. Das war jetzt das erste Mal, dass wir auf so einen roten Stachelgegner gestoßen sind. So, und was machst du? Aha, okay. Na, schaut mal, wenn wir den töten, ne? Dann hinterlässt der einmal quasi so eine Ladung für unseren Elefanten. Ist doch einfach so süß, dass das so ein Elefantenrucksack ist. Ich liebe alles daran und wahrscheinlich, genau, muss ich jetzt hier eine Plattform in dem Windstoß machen. Ich verstehe. So, aber hier wird doch noch mehr los sein, oder? Ja, Freunde, schaut mal. Hier ist ein Wind hier nach drüben. Kann der Wind nochmal kommen? Wind? Oder nicht? Kein Wind? Okay, dann erstmal kein Wind. Aber wir kriegen hier eine neue Aufladung. Und da ist irgendwie... Ist das ein Vogelnest, was da von der Decke hängt? Nee, das ist ein Versteck. Das war so ein Versteck von einem Eichhörnchen. Was da sein Wintervorrat, seine Nüsse drin gelagert hat. Sehr geil. So, und hier, Freunde. Das Cash wird mitgenommen. Sehr gut. Und dann wird der Rucksack wieder aufgeladen. Die Elefanten sind ja auch mit Abstand meine Lieblingstiere. Wissen, glaube ich, einige von euch. Und das ist natürlich hier so ein... Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Dass wir jetzt hier natürlich so einen kleinen Elefantenrucksack haben, macht mich natürlich doppelt und dreifach glücklich, ne? Kann ich jetzt natürlich nicht leugnen. Da bin ich ein bisschen biased. Ne? Da bin ich ein bisschen voreingenommen. Warte mal, ich stecke in dem Ding drin. Da hinten ist was. Da hinten ist ein Secret, Freunde. Okay, jetzt brauche ich erstmal irgendwo eine Aufladung. Elefantenaufladung. Ich glaube, wir können aber da auch theoretisch... Warte mal, wir passen auf. So. Ich glaube, hier schaffen wir es jetzt aus einer Aufladung. Ja, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Weil da hinten habe ich was gesehen. Und das ist wahrscheinlich auch mit Sicherheit... Oder nee, warte mal. Das ist der Levelanfang, glaube ich, von dem wir kommen. Oh nein. Ich bin so lost. Was mir übrigens jetzt auch gerade erst auffällt... Dieser Baum rappt wirklich. Also ich rede ja häufig so ein bisschen über den Soundtrack drüber. Also gerade ich beim Kommentieren kriege tatsächlich vom Soundtrack nicht so viel mit. Aber da ist ja wirklich eine rappende Stimme im Soundtrack. Das ist echt crazy. So, da ist ein wunderbarer neuer Bot. Der 5. von 7. Gefällt mir. So. Und jetzt geht's hier für uns weiter. Genau, hier die Druckluft mitnehmen. Den Kollegen Jedner. Und dann geht's ja weiter. Oh, und jetzt ist hier sogar noch eine riesige Raupe. Ich liebe alles daran. Warte mal, die kleben jetzt an mir. Ah, die würden explodieren. Holy shit. Aber ich kann noch darüber, sehe ich gerade. Das sieht natürlich auch äußerst sass aus. Was passiert hier? Kann ich da was aus der Wand ziehen? Ja, da kann ich was aus der Wand ziehen. Und zwar... Oh, oh, oh. Da hört man's. Bei diesen Dingern und... Ah, ist das... Das ist... ist nee. Mein Gedanke war jetzt erst Kena Bridge of Spirits, aber... Seelenführerin. Doch, das ist Kena. Stimmt, Kena Bridge of Spirits war ja, glaube ich, sogar... PlayStation Exclusive. Ich war gerade so, hä, Kena gab's auf allen Konsolen, aber es war erst PlayStation Exclusive. Deswegen war ja auch erst diese wahnsinnige, großartige Grafik möglich. Mit der Kena natürlich auch massiv geworben hat, zu Recht, weil Kena Bridge of Spirits einfach ein spielbarer Pixar-Film war.
Da war, ist natürlich die PS5 die perfekte Konsole, um grafisch zu flexen, ne? Ja, krass. Dass Kena mittlerweile sogar so, sag ich mal, im PlayStation-Universum angekommen ist, dass es jetzt sogar hier, jetzt sind wir in dem Bienenstock. Ah, ist das cool. Dass es sogar hier in Astrobot gefeatured wird, feier ich. Weil Kena war ja eigentlich ganz lange nur so ein kleines Indie-Spiel. Ne, von den Machern des Majora's Masks Animationsfilms. Und geil, dass es jetzt sogar so eine namenhafte EP geworden ist, dass es sogar als PlayStation, wie soll ich sagen, so in die PlayStation-Familie aufgenommen wurde, wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt haben wir Honig in unseren Elefanten geladen. Ah! Und damit kann ich mir jetzt tatsächlich Trampoline machen. Okay. Aber ich verstehe jetzt noch nicht ganz, wie es weitergeht. Ich sag's, wie es ist. So, da geht's hier hoch. Aber ich krieg das irgendwie noch nicht kaputt. Ach, kann ich das aufsaugen? Oh mein Gott! Ich kann die aufsaugen. Lol. Okay. So, sonst ist hier aber nichts mehr. Hier fliegen halt noch ein paar Münzen rum, aber ich glaube, die ignoriere ich erstmal. So, über den drüber das einsaugen. Mir fehlt halt noch das letzte Puzzleteil. Ich muss zugeben, das macht mich wirklich noch ein bisschen nervös. Dass wir das noch nicht gefunden haben. Aha, aha. Zack, den haben wir schnell erledigt. Und warte mal, ich wollte gerade sagen, da ist es, oder? Yes, unter diesen Blumen ist gefühlt in 9 von 10 Fällen ist da ein fettes Secret drunter. Oh nein. Jetzt habe ich hier Gegner gespawnt. Wow. Ich hasse diese Kisten. Diese Kisten sind immer an teilweise echt heftigen Stellen versteckt. Aber sie sind halt nicht sehr hilfreich, wenn ihr versteht, was ich meine. So, okay. Da müssen wir jetzt aufpassen. So. Darüber, ja. So, und jetzt düsen wir da hoch, sacken das einmal alles weg, kriegen eine fette Ladung Kohle für. Ein Bot fehlt uns noch, Freunde. Ein Bot fehlt uns noch. Den habe ich nicht vergessen. Der muss hier irgendwo noch auf uns warten, aber ich hoffe mal, dass der noch kommt, weil wir sind auch noch nicht am Ende des Levels. Aber ich habe das Gefühl, dass wir kurz davor sind, Freunde. Ich glaube, viel wird da nicht mehr kommen. So, jetzt haben wir hier diese Honigwerfer. So, genau. Zack, und jetzt einmal alles aufsaugen, dass die verschwinden. So, da oben geht es wahrscheinlich für uns weiter. Oder warte mal. Was, jetzt ist die Frage, was ist der Secret-Weg? Und was ist der normale? Ich glaube, das hier ist der normale. Warte mal. Aber wenn das der normale Weg ist, dann gehen wir erstmal hier lang. Weil das fühlt sich jetzt wie ein Secret an, oder? Ja, doch. Das ist ein Secret, also. Ja, das ist ein Secret. Let's go! Unser letzter Bot. Jawohl, und hier sind ganz viele süße kleine Beeren, die hier in Honig sammeln. Oh, ist das alles schön. Dieses Game ist so cozy und glücklich. Also man kann einfach nur happy werden, wenn man das Game zockt. Wirklich, wenn ihr schlechte Laune habt, dann spielt einfach, dieses Game. Und jetzt geht's auf den Baum hoch. Oh, es gibt sogar einen kleinen Bossfight. Das Tama-Trio. Ich vermute mal, ich muss auf den Kollegen drauf, dass wir... Alter, ist das brutal. Wir saugen den Eidotter aus diesen Neugeborenen. Alter, das ist ein bisschen krank. Das ist ein super kreativer Bossfight, aber das ist echt krank. Aber das finde ich halt auch so nice an dem Game, dass dieses Game einfach teilweise casual Bosse überall hat, die auch wieder so kreativ und nice sind. Ich habe das Gefühl, ich fanboy das Game zu sehr. Fanboy ich zu sehr? Ich weiß nicht, aber... Oh, macht das Spaß. Oh, macht das Spaß. Es ist einfach ein Fest. Oh, schaut mal hier, der Bär. Oder nee, ist eine Raupe, ne? Ja. Die Raupe präsentiert uns hier die Regenbogenbox. Und wir bekommen an der Stelle noch unsere 100 Münzen. Damit sollten wir hoffentlich auch die goldene Flagge in diesem Level bekommen. Und jetzt, aha, taucht da oben auch das nächste Sonderlevel auf. Das ist hier Retro Eskalation 2 oder wie es heißt, ne?
Genau, die Retro-Randale 2. Sehr schön. So, und die Wurmpassage steht auch noch an, Freunde. Viel zu tun. Und all das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein bei Astrobot. Dankeschön noch an den lieben Flo, der hier den Kanal mit der höchsten Kanalmitgliedschaftsstufe unterstützt. Riesiges Dankeschön für deinen Support, Mann.